Herzlich willkommen im virtuellen TV-Studio der Hochschule Ansbach. In dieser Sendung befassen wir uns mit dem Thema wissenschaftliches Arbeiten. Und dazu begrüße ich meinen ersten Studiogast, Herrn Professor Dr. Bernd Hesen. Hallo, Herr Professor Hesen. Hallo. Sie halten seit einigen Jahren Vorlesungen zum Thema wissenschaftliches Arbeiten und haben dazu auch kürzlich ein Buch publiziert. Ja, im Springer Verlag. Ich wollte damit eine Basis schaffen für Studierende, in der alle wesentlichen Elemente des wissenschaftlichen Arbeitens dokumentiert sind. Herr Professor Hesen, das Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit, sei es eine Seminar- oder Studienarbeit, eine Bachelor- oder Master-Thesis, eine Dissertation oder vergleichbare Arbeit, ist ein sehr kreativer Prozess, der Gestaltungskraft und Kompetenz erfordert. Wie kamen Sie auf die innovative Idee, ein Video über dieses Thema zu erstellen? Und was ist denn der Nutzen des wissenschaftlichen Arbeitens? Ja, natürlich betrifft das wissenschaftliche Arbeiten im Grunde jeden Studierenden, denn wenigstens eine wissenschaftliche Arbeit zu Ende des Studiums gilt es anzufertigen. Von daher gesehen denke ich, dass das Thema eine gewisse Relevanz hat. Zum Nutzen des wissenschaftlichen Arbeitens zu kommen, der Nutzen von wissenschaftlichen Arbeiten liegt natürlich darin, dass neues Wissen dadurch entsprechend aufgedeckt oder geschaffen wird und damit ein Beitrag zur Wissensgesellschaft geleistet wird. Andererseits für den Einzelnen, der eine wissenschaftliche Arbeit anfertigt, besteht der Nutzen darin, dass die Studierenden sich im Laufe der Arbeit neues Wissen aneignen durch das Lesen entsprechender Literatur und damit sich eine gewisse Kompetenz auch aneignen, die sie differenziert von anderen Mitstudierenden. Und das kann sehr hilfreich sein bei dem Bewerbungsprozess und bei dem Übergang in den Arbeitsmarkt. Allgemein kann man sagen, wissenschaftliches Arbeiten ist natürlich einfach auch interessant. Und wissenschaftliches Arbeiten beginnt gerade da interessant zu werden, wo die Wissenschaft aufhört. Das stimmt. Wenn Studierende eine Arbeit anfertigen, streben sie natürlich auch eine gute Note an. Worauf ist beim Erstellen besonders zu achten, wenn man dabei auch alle Anforderungen so gut wie möglich erfüllen möchte? Wie Sie sagen, eine gute Note wird in der Regel angestrebt. Ganz klar gibt es eine gute Note für alle die Arbeiten, die entsprechend hohe Qualitätsstandards mit sich bringen. Und eine hohe Qualität einer Arbeit zeichnet sich unter anderem dadurch aus, natürlich zunächst, dass wirklich ein neues Wissen erarbeitet wird, dass auch dies nachvollziehbar dem Leser vermittelt wird, dass zum Beispiel die Formulierungen kurz und prägnant sind, entsprechend alle Quellen formal korrekt zitiert wurden, alle Quellen auch eine Aktualität haben, die entsprechend dann auch natürlich einen Einfluss hat auf die Gesamtqualität der Arbeit. Bei der Formulierung vielleicht noch zu vermerken, man sollte sich immer kurz und knapp halten in seinen Formulierungen und ein generischer Grundsatz ist eigentlich, schreibe den ersten Satz so, dass der Leser den zweiten Satz auch lesen möchte und von da aus immer weiter so. Ich kann mir vorstellen, dass mancher Studierende so gar nicht recht weiß, wie und wo er anfangen soll, zumal wenn es auch noch die erste Arbeit ist. Gibt es so etwas wie ein ultimatives Erfolgsrezept? Ja, ultimativ ist viel verlangt, aber auf jeden Fall gibt es Erfolgsrezepte für die Anfertigung von wissenschaftlichen Arbeiten. Sicher hervorzuheben ist, dass man im Vorfeld bereits bei der Konzeption der wissenschaftlichen Arbeit immer den Dialog mit den Betreuern suchen sollte. Denn am Ende erfolgt ja die Bewertung der wissenschaftlichen Arbeit durch die Betreuer. Stimmt. Und das Gleiche gilt auch bezüglich zum Beispiel der Definition der zu verwendenden Zitierstandards und anderer formaler Vorgaben. Darüber hinaus vielleicht noch eine wesentliche Empfehlung meinerseits. Man sollte sich ein Thema aussuchen, an dem man auch persönliches Interesse hat. Wenn man persönlich an etwas interessiert ist, wird man auch das Lesen der Literatur nicht als eine Pflicht wahrnehmen, sondern einfach als einen Genuss, sein eigenes Wissen auch zu vertiefen in dem Gebiet. Und das ganze Erstellen der wissenschaftlichen Arbeit wird von vornherein mehr Spaß machen. Vielen Dank, Herr Professor Hesen, für Ihre nützlichen Informationen. Sehr gerne. Dankeschön. Und jetzt begrüße ich Herrn Stefan Münchmeier, einen ehemaligen Weltklasse-Sportler der nordischen Kombination, einer Wintersportart, die beiden Einzeldisziplinen Skispringen und Skilanglauf kombiniert. Diese Mehrkampfsportart gilt als Königsdisziplin des nordischen Skisports. Hallo, Herr Münchmeier. Hallo. Sie studieren hier in Ansbach International Management und schreiben momentan an Ihrer Bachelorarbeit für den weltbekannten Sportartikelhersteller Adidas.
Mit welchem Thema beschäftigen Sie sich darin ganz genau? Und welche Erfahrungen haben Sie dabei mit dem wissenschaftlichen Arbeiten gemacht? Meine Bachelorarbeit ist eine Studie zur Beurteilung des Marktpotenzials von Wintersportartikeln. Diese Wintersportartikel werden an Biathleten, Langläufer und Nordisch Kombinierte verteilt zur Ausrüstung der Nation. Und das Thema der Arbeit handelt darum, wie groß das Marktpotenzial zum Verkauf dieser Wintersportartikel ist. Ich habe jetzt mir als Beispiel eine solche Jacke mitgebracht und die Arbeit soll quasi beantworten, wie groß das Marktpotenzial, wie groß der kommerzielle Nutzen von solchem Verkauf wäre. Die Erfahrungen waren vor allem die, dass die Arbeit sehr zeitintensiv in der Literaturrecherche ist, dass man von vornherein sehr viel Zeit dafür einplanen sollte. Weiterhin war es so, dass auch andere Kommilitonen feststellen mussten, dass die Abgrenzung des Problems sich als nicht so leicht erwiesen hat. Es ist wirklich schwierig, wenn man ein Problem in der Praxis hat, das in einen wissenschaftlichen Rahmen zu packen, sodass ein Nutzen daraus entsteht. Welche Tipps und Empfehlungen haben Sie jetzt für Studierende parat, die in naher Zukunft ihre erste wissenschaftliche Arbeit schreiben müssen? Gibt es die berühmten Do's and Don'ts? Ja, natürlich, die gibt es. Ich kann nur empfehlen, ein Konzept im Vorhinein zu erstellen, bevor man mit dem Schreiben beginnt. Dieses Konzept soll genau den Inhalt und den Rahmen der Arbeit definieren. Es ist wichtig, dass man dann dieses Konzept zusammen mit dem Betreuer an der Hochschule und zusammen mit dem Betreuer im Unternehmen absegnet und quasi sicherstellt, dass am Ende der Arbeit alle zufrieden und glücklich sind. Des Weiteren ist es sehr wichtig oder empfehlenswert, die gängigen Software-Tools wie zum Beispiel Microsoft Word 2007 zu verwenden, automatische Verzeichnisse, Inhaltsverzeichnis, Tabellenverzeichnis. Das wird alles automatisch erstellt und es wird einem hier die Arbeit viel erleichtert und abgenommen. Zum anderen, wenn es sowas vorhanden ist, wenn es sowas gibt wie Vorlagen, ist es sehr gut, solche Templates zu verwenden. Die ganzen formalen Sachen wie Layout der Arbeit, wie Formatierung werden damit dem Studenten auch weitestgehend abgenommen und er hat die Möglichkeit hier sich auch hauptsächlich auf das Wesentliche, auf den Inhalt der Bachelorarbeit zu konzentrieren und der Rest kommt fast von automatisch. Vielen Dank, Herr Münchmeier. Sie haben unseren Zuschauern einen sehr praxisbezogenen Einblick vermittelt. Ich wünsche Ihnen einen super erfolgreichen Bachelorabschluss. Vielen Dank.